So, hallo, herzlich willkommen zu dieser Q&A zu Risse im Fundament mit dem Regieduo Gerald Sommerauer und Jenja Leis. Herzlich willkommen. Meine Frage eingangs, es ist ja, Gerald, es ist dein Abschlussfilm von der DFFB. Und wie kam es dann zu dieser Co-Regie mit Jenja? Also Gerald und ich arbeiten schon länger zusammen, schon seit mehreren Jahren. Ich war nur noch nie in dieser Regieposition. Aber da dieses Thema ja tatsächlich auch ein feministisches ist und ich eine Frau, hat es irgendwie ganz gut gepasst. Und dann hat mich Gerald gefragt, ob ich daran teilhaben möchte als Co-Regisseurin. Und das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich Regie geführt habe, aber ich habe dann gleich zugesagt, ja, weil ich das Thema spannend fand und weil wir eh gut zusammengearbeitet haben bisher. Ja, das Drehbuch stammt von Isabella Oliveira Parise Kröger, wenn ich das richtig ausspreche. Ihr habt, also du, Gerald und sie, ihr habt schon öfters zusammengearbeitet. Kam die Idee von euch beiden gemeinsam und sie hat das Buch geschrieben oder wie war da der Hintergrund? Die Ursprungsidee war ganz bei Isabella. Das hat sie in den ersten ein oder zwei Jahren vom DFFB-Studium hat sie damit mit dem Stoff gearbeitet und so ein recht ausführliches Treatment gab es schon, mit dem sie dann irgendwann zu mir gekommen ist, nachdem wir einen Kurzfilm gemeinsam gemacht hatten. Und ich fand das Thema sehr spannend und dann haben wir irgendwie ganz schnell gemeinsam intensiv daran gearbeitet, das zu entwickeln. Und Jenny hat es auch recht früh schon gelesen, als ich noch gar nicht wusste, in welcher Konstellation das Projekt dann entstehen soll. Und genau, Isabella und ich hatten dann einen sehr engen Austausch, wo Jenny auch immer wieder Teil von war, wo es darum ging, wie wir diese Geschichte wirklich erzählen wollen. Ja, stimmt, weil also das auch noch zu der ersten Frage, dass es eigentlich relativ schnell passiert ist, dass es klar war, dass da eine enge Zusammenarbeit entstehen wird. Weil wir schon recht früh, als das Buch geschrieben wurde von Isabella, halt uns ausgetauscht haben, sehr viel darüber geredet haben und auch natürlich die Besetzung gemeinsam gemacht haben. Interessant finde ich, also das Thema Missbrauch und wo fängt Missbrauch an, ist ja ein sehr zeitgenössisches, was auch zu Recht jetzt viel auch aufgegriffen wird in Filmen. Wir haben auch einen weiteren Spielfilm im Wettbewerb, bei dem es darum geht, die Grauzonen zu beleuchten. Also wie wir auch von einer der Mitbewohnerinnen später hören, es ist ja nichts passiert und so, aber es ist doch unheimlich viel passiert. Was für Gedanken habt ihr euch denn gemacht, so ein diffuses Gefühl von, ich werde hier nicht ernst genommen und es driftet auf eine Weise ab, in der ich mich nicht mehr wohlfühle als junge Frau und wenn ich nicht pariere, dann zählen meine ganzen Leistungen zählen überhaupt nichts. Wie habt ihr euch dem gewidmet? Also ich finde, was halt auffällig sind so Mikroverletzungen, die man als Frau oder ich auch selber erfahren habe in meinem Leben, dass man sozusagen bestimmte Aufgaben im Leben bekommt und jetzt mit Eva als Figur in dem Film beschrieben, dass sie da als Praktikantin anfängt in diesem Büro zu arbeiten und halt, es wird dann kommentiert, wie sie aussieht, also was sie anhat, ja, beziehungsweise, dass sie mitkommen soll zum Essen, ist ja erstmal eine Einladung, ist ja erstmal was Positives, aber das ist sozusagen, ja, sie hat zu funktionieren, denn wenn sie ablehnt, was passiert dann, nicht wahr? Also dann wird sie anders behandelt, dann fällt sie vielleicht möglicherweise in den Schatten von anderen, die dann mit zum Essen gehen oder so. Solche Momente, oder? Ja, finde ich auch. Also, Ja. Und was habt ihr euch dafür Gedanken gemacht, wie ihr das auch in Bilder fasst? Weil auffällig finde ich einerseits so diese leisen Töne, sowohl die erste Hälfte, würde ich mal sagen, kommt mit sehr, sehr wenig Dialog aus. Es ist auch ganz selten, dass ihr mal Musik einsetzt. Und auch die Bilder, hat was Entschleunigtes, was ja schon auch im Kontrast steht
zu dem, was man vielleicht mit einem erfolgreichen Architekturbüro, das einen starken Wettbewerb lebt, verbindet. Was waren das für Gedanken? Interessante Frage. Da ging es uns, glaube ich, ganz vieles erstmal aus. Also so, es ging uns halt mehr um so eine Nähe zu der Hauptfigur, zu Eva. Vor allem auch im Schnitt haben wir da ganz viel drüber geredet, wie wir diesen Rhythmus gestalten wollen, den wir schon versucht haben, am Dreh zu finden. Ja. Und es war schon Thema, immer wieder einfach auch darauf Acht zu geben, dass man schon auch spürt, dass es hier um einen Architekten geht, der ein Renommee hat, auch wenn uns dann in vielen Situationen es wichtiger war, dass man eher so die Möglichkeit als Betrachter hat, sich Evas Zustand irgendwie zu widmen. Und dafür wollten wir dem Film einfach oder gewissen Szenen mehr Zeit geben, dass man den Fokus darauf legt, zu sehen, was passiert gerade bei ihr in Situationen, die wir dann vielleicht ein bisschen länger zeigen wollen, wie das am Mittagessen zum Beispiel oder so. Ja. Oder auch, also ganz klassisch finde ich auch dieses Büro. Es ist ja jetzt nicht, also er ist ja, Hummel ist ja schon ein Star-Architekt, aber wir wollten schon auch diesen Naturalismus ein bisschen mit reinbringen. Wie ist es tatsächlich? Also sind wirklich alle Star-Architekturbüros so super clean und super groß und besonders modern, oder ist es halt wirklich ein Alltag, den wir da sehen? Ne? Also der war uns auch wichtig, den zu erzählen, den Alltag, den man kennt, vom eigenen Leben, und aber auch so wieder in Bildern zu zeigen, in welchen Situationen Eva dann ist. Also sie ist fleißig, sie macht ihre Sachen gut und so, und wie einfach es aber ist bei einer jungen Frau, wie zum Beispiel bei diesem Umtrunk bei der Party, Hummel sich einfach ihre Kappe greift, ja, also es ist eigentlich ein Übergriff, diese Kappe zu greifen und sich sie aufzusetzen. Klar, es ist charmant, es ist witzig, das macht man irgendwie so, aber trotzdem bleibt ein komischer Nachgeschmack. Oder sie sitzt da und hat ihre Vorgesetzte sozusagen, die sie schön klein hält, ja, schön machst du das, aber dann doch mit so einem kleinen Unterton, du bist ja noch eine Anfängerin und du bist ja gerade, also du hast erst einmal, du musst dich erst mal beweisen. So. Und das finde ich, also haben wir versucht, in Bildern auch zu zeigen. Ja, gleichzeitig kommt auch nochmal, also ich habe mich gefragt, ob das auch eine Rolle spielt, wie er zu ihr sagt, irgendwoher, also in Bezug auf ihre kolumbianische oder halbkolumbianische Herkunft, irgendwoher muss deine lockere Art ja herkommen. Es ist interessant, wie so Sachen, die man so einfach so im täglichen Leben sagt, die vielleicht auf Stereotypen gegründet sind oder ja, oder einfach so ein Gefühl oder vielleicht auch wahr sind, aber wie die bei euch dann hier nochmal ein anderes Gewicht bekommen. Was habt ihr denn angesichts der spärlichen Dialoge, was für einen Anspruch hattet ihr denn an die Dialoge? Boah, das war so, also das war tatsächlich schon eine Herausforderung. Isabella hat es schon sehr toll geschrieben, nur haben wir dann immer wieder festgestellt, auch beim Prozess, okay, es muss irgendwie fließender noch kommen, teilweise. Und dann haben wir halt auch mit den, natürlich auch ein bisschen mit den Eigenheiten der Personen auch gearbeitet. Also Lorenz zum Beispiel, den Hummel gespielt hat, er hat halt so eine Leichtigkeit und so eine charmante, spezielle Art zu sprechen. Und wenn er improvisiert, ist er eigentlich am besten. Und dann gibt es genau so Situationen wie mit dem Bierbichl, wo es gibt eine improvisierte Szene, die sehr schön ist. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist. Da geht es darum, der Maler, oder? Genau. Der Stadtrat, der kommt ins Architekturbüro und dann stellt Hummel sozusagen auch mal Eva vor und dann reden sie darüber, ach, du hast ja eine biblische Ausrichtung hier, Adam, Eva. Und dann sagt halt Hummel, Bichl sagt, aber ich möchte nicht die Schlange sein. Und dann sagt Hummel, nein, du bist der Apfel. Und solche improvisierten Dialoge, solche Momente sind dann auch entstanden. Also dem haben wir auch Raum gegeben, sozusagen. Mhm. Aber so Sachen wie jetzt im Auto mit Hummel,
das, was er da gesagt hat, das finde ich beschreibt, und das ist aber auch wirklich von Isabella geschrieben, das finde ich beschreibt halt diese erzkonservative, ja, Charakter, den er noch hat. Ich würde auch gerne auf die Figurenkonstellation zu sprechen kommen. Und dabei ganz klar auf Eva, auf Hummel und aber auch den Maler, der für mich auch nochmal sehr heraussticht aus dem ganzen Drama. Wie seid ihr oder wie ist Isabella beim Schreiben mit diesen Figuren umgegangen? Also ist das vielleicht auch Vorbilder begründet oder bei dem Maler, der vertritt ja sehr, ich will es gar nicht selber in Worte fassen, aber genau, was waren da die Überlegungen bei den Figuren? Ja, ich glaube, es ist eigentlich recht klar, wie man schon, also gerade bei dem Maler zum Beispiel, wie es schon irgendwie so das, was der so vertritt und was er da so sagt, das sind ja so Wortfetzen und Gedanken oder Philosophien, die irgendwie schon, die man so kennt, wenn man sich ein bisschen in der abendländischen Kultur irgendwie belesen hat zum Beispiel. Und das ist schon, also konkretes Vorbild weiß ich gerade gar nicht, ob wir hatten für die. Also wir hatten uns immer wieder so Videoausschnitte von berühmten Architekten beispielsweise angeschaut, wie die gegenüber Studentinnen und Studenten sich äußern in Kritiken. Da gibt es auf YouTube ganz interessante Beispiele. Und davon ist teilweise dann auf jeden Fall was in die Sprache eingeflossen, wie man halt einfach so einen, dieser Diskurs, der halt sehr von oben herab oder sehr aus so einer Machtposition geführt wird, wo es irgendwie halt der junge Mensch ist halt der, der zuhören darf, dem man halt was erklärt, weil man hat ja dieses Wissen und dieses Selbstverständnis darin, Sachen zu erklären und zu äußern und lässt sich darin dann halt gern gehen. Das hat Isabella wunderbar gemacht, gerade diese Szenen da bei dem Maler sind da echt schön, und der Schauspieler konnte sich, hat sich dem auch wirklich sehr, sehr hingegeben, das zu vermitteln, diese wahnsinnig schweren Monologe, die er da hat. Mhm. Ja. Ja, aber auch so diese Umkehr von Täter und Opfer, ne? Als es um die Vergewaltigung der 16-Jährigen geht. Ja, ja, ja. Also es ist so eine Vormachtshaltung, die man aus der Kulturszene schon auch kennt. Da ist es ein bisschen so verkappter. Und gleichzeitig, was ich aber auch, was bei euch herauskommt, ist nochmal, wie viele Aspekte unserer Kultur tatsächlich auf Gewalt fußen und oftmals darauf, auf sexueller Gewalt gegenüber Frauen. Könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen, vielleicht auch im Zusammenhang mit der Kunst, die ihr zeigt? Also erst einmal finde ich, was ich sehr schätze an diesen Dialogen, dass sie eben so ein extremer Abklatsch sind, also wirklich von einem Extrem ins andere, weil Eva ja auch nicht still sitzen bleibt, sondern sie sagt dann, sie kontert auch, ja. Und dann, was die Kunst, die wir da zeigen, ist tatsächlich von Georg Jenisch, es ist ein Berliner Künstler, es ist ein Mann auch, der sich ganz viel eben auseinandergesetzt hat mit dem weiblichen Körper. Es gibt ganz am Anfang, wo Eva durch das Haus läuft, das erste Bild, was wir sehen, dieses riesige Bild, da sieht man eine große Frau, es ist tatsächlich eine Frau, eine sehr große, so ein großer Körper, und sie hat einen Phallus. Und er hat sich eben damit auseinandergesetzt, eine Frau als Machtfigur, also eine Frau in der Position oder im Männerkörper oder mit den männlichen Attributen der Macht. Und das war so die Kunst, die wir da gezeigt haben. Und ich finde, das hat einfach, ich habe ja auch Art Directing gemacht, und ich finde, es hat einfach so gut zu ihm gepasst, zu unserem Künstler. Und Holbein ist halt einfach so verblendet. Er ist einfach so, so verrückt, und er glaubt sich so sehr, dass eben das schwache Glied unserer Gesellschaft jetzt der moderne Mann ist. Und das ist ja auch ein Trend, der leider ein bisschen in die Richtung geht, der so ein bisschen das sozusagen den Feminismus verschwimmen lässt, wegschwimmen lässt.
Und sehr viele glauben ja auch, dass es irgendwie vorbei ist, dass man ja gar nicht mehr für die Rechte der Frau kämpfen muss, weil wir sind da ja schon längst angekommen, aber sind wir eben nicht. Und das ist so, manchmal macht es mir selber Angst, wenn ich den Film schaue, dass ich ihm zu sehr glaube. Ich glaube ihm einfach so sehr, was er da sagt. Und ich hoffe, dass man trotz allem, aber mit dem Kontern von Eva, eben den anderen Aspekt noch mitbekommen, dass es eben nicht so ist, dass wir dann noch lange nicht sind, dass wir noch nicht gleichberechtigt sind und dass man auch gucken muss in Ländern, in Indien und so weiter, dass wir vielleicht in unserem privilegierten mitteleuropäischen Dasein vielleicht an einem Punkt angekommen sind, wo wir sagen können, oh ja, jetzt können wir ungefähr sagen, wir sind gleichberechtigt, aber wir sind damit noch nicht fertig. Und das soll diese Höhle, dieses Löwen, dieses Raubtieres soll das ja auch vermitteln mit dieser Kunst, mit dem, was er sagt, mit der Ernsthaftigkeit, wie sehr er sich ernst nimmt und mit dem nicht entkommen können dessen von Eva. Und trotzdem aber dafür für ihren Standpunkt zu kämpfen. So. Ja, eure Eva ist schon auch eine selbstbewusste Frau, wie sie da ganz entschieden Nein sagt, als er sagt, darf ich dich küssen? Oder wie sie auch darauf beharrt, dass sie jetzt nach Hause gefahren wird oder ihm standhält, wenn er sagt, halt an. Und dann gab es diesen Moment, wo sie ihn in seiner Wohnung abliefert und er geküsst werden möchte und sie so lange Zeit braucht und dort steht und ihm dann übers Gesicht fährt. Was war das für ein Moment? Den fand ich ganz besonders. Was sind da für Gedanken eingeflossen? Ja, also mir war dieser Moment sehr, sehr wichtig. Also wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern kann, also weil wir am Set tatsächlich nicht wussten, sollen wir das jetzt machen mit dem Kuss oder nicht. Also es war wirklich dann kurz vor Schluss, also kurz vor Dreh sozusagen, alles war vorbereitet, soll ich ihn jetzt küssen? Und dann waren wir beide so, nein, es ist was anderes. Es ist sozusagen, sie hat ein Gefühl für Hummel. Sie hat, sie hat ihn bewundert. Er war ihr Vorbild. Sie hat so viel Hoffnung und Liebe und so viele Ideen und Wünsche in diese Person und in diese Arbeit und in diese Chance gesteckt, da ist ja etwas in ihr. Und deswegen, aus irgendeinem Grund gibt sie ihm eine zärtliche Berührung. Nur ein Kuss ist zu viel. Aber etwas gibt sie ihm. Das, was sozusagen noch ein bisschen, was noch übrig ist von dem, was sie sich erhofft hat eigentlich mit dieser Beziehung, dass es eigentlich etwas Gutes wird, etwas Positives, Zukunftbringendes. Und das vielleicht ist diese Berührung. Ja, wunderschön erklärt, kann ich nicht viel hinzufügen. Gab es da mehrere Versionen von dieser Szene? Wollte ich gerade sagen, also wir haben in einem Take auch den Kuss gedreht, aber im Schnitt das dann natürlich damit auch versucht, weil es so geschrieben stand im Buch, mit dem wir sehr eng gearbeitet haben beim Dreh an sich. Und deswegen war es mir wichtig, es auch aufzunehmen und dann einfach zu sehen, wie funktioniert es in dem gesamten Film und wie weit ist es dann wirklich etwas, was gar nicht passieren soll, was dann auch irgendwie uns recht bald klar war. Ja. Ja, und dieser Vertrauensbruch, der da entsteht, das ist ja auch was, euer Hummel ist ja auch insofern eine interessante Figur, als er auch so viel Verletzlichkeit hat. Er ist ja jemand, der einerseits sehr offen von sich sagt, ich bin Alkoholiker. Wir erfahren, dass er eine sehr schmerzhafte Trennung hinter sich hat. Und gleichzeitig ist er jemand, der einfach meint, es steht ihm zu, über diese jungen Frauen zu verfügen. Sie ist ja auch nicht die Einzige. Sag noch mal ein bisschen mehr, wie ihr vielleicht mit Lorenz Klee, mit dem Darsteller an dieser Rolle gearbeitet habt. Es war gar nicht einfach. Also er ist ein sehr offener und sehr zugewandter Mensch eigentlich, der sehr gut zuhören kann und sehr oft, also sehr empathisch ist. Und dennoch hatte ich das Gefühl, irgendwas in ihm spricht uns an, dass wir das mit ihm machen wollen. Das war
ziemlich bald klar, als die Idee aufkam schon. Sogar vor Eva wussten wir schon, dass er das machen soll und haben ihn dann versucht zu überzeugen von der Rolle, vor der er auch so ein bisschen Angst hatte, weil sie der Darsteller ist, der schon viel gemacht hat in seinen Lebensjahren, haben wir einfach mit ihm dann gut arbeiten können. Und auch das war wahrscheinlich im Schnitt die größte Aufgabe mit unserem Editor, der sehr, sehr viel Arbeit geleistet hat, dass der Film jetzt so aussieht, wie er ausschaut, dass wir mit Jonathan an der Darstellung von Hummel gearbeitet haben, weil es uns immer irgendwie auch wichtig war, dass, also es gab ein, zwei Szenen im Film, wo er deutlich unsympathischer gezeichnet ist, als wir ihn jetzt im Film haben, weil wir immer irgendwie versucht haben, dass man nicht zu früh schon spürt, was es eigentlich hinter der Fassade ist. Wie weit, wir haben halt ganz viel darüber diskutiert, wie weit müssen wir das im Moment noch zurückhalten und ihm auch irgendwas Offenes und so eine gewisse Nettigkeit geben, für den, gerade für die erste Hälfte des Films. Wobei ich auch finde, dass er trotz allem so als Persönlichkeit, das habe ich vorhin auch kurz versucht zu sagen, dass er dieses Verletzliche schon mitbringt, so, und dass das für Hummel sehr wichtig und sehr besonders ist, finde ich, weil er ja gerade aus Verletzlichkeit, gerade auch aus, er hat auch Quatsch erlebt in seinem Leben und er ist viel zu schnell erfolgreich geworden und er ist dann viel zu schnell auch irgendwie privat wieder runtergerutscht, so, hat zu viel getrunken und so, und diese Essenz bringt halt Lorenz so mit, dass, also das, diese Verletzlichkeit sieht man in seinen Augen schon oder sieht man schon so, er, und das hat dem Ganzen, glaube ich, finde ich, sehr gut getan. Mhm. Weil das ist, ich habe mich auch gefragt, ob spielt ja eben mit diesen deutsch-österreichischen Gegensätzen auch, woher das kam, diese zwei Kulturen gleichzeitig. Hat das was mit der Besetzung eben von Lorenz Klee zu tun? Würde ich jetzt, also er ist ja auch Deutscher, also er hat zwar einen Teil von österreichischen Wurzeln, aber im Film und seiner Sprache ist ja auch, also er und Eva sind zwei Deutsche in Wien, war so die Idee von beiden. Und er hat es halt auch in Wien geschafft, sich durchzusetzen und was ihn nochmal näher an Eva auch bringt, weil es ja schon was Eigenes hat, denke ich mal, in einer Stadt wie Wien, wo kaum jemand, der aus Österreich kommt, irgendwie der Hochsprache folgt, sich als norddeutsche Person irgendwie zu kommunizieren, ist schon immer noch teilweise interessant. Und ich finde, also jetzt nochmal zu Österreich, ich weiß nicht, ob Isabelle das so sieht, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, wenn ich vergleiche, in Österreich ist ja sehr traditionsliebend. Das heißt also auch, alte Strukturen verfestigen sich dort meiner Meinung nach oft stärker jetzt oder länger als jetzt in Deutschland. Also klar ist der Feminismus da ja auch an einer bestimmten Stelle angekommen, aber Tradition hat da auch immer noch einen sehr großen Stellenwert. Und den spürt man in der Zusammenarbeit öfter, aber auch so im Allgemeinen, finde ich, stark, als jetzt zum Beispiel ja, in Berlin. Also ich finde, Wien ist da schon ein bisschen provinzieller, ohne jetzt für den Wienern zu nahe treten zu wollen, aber ich finde, das spielt, man hat da einfach als Mann, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten, seine patriarchalen Strukturen ein bisschen auszuspielen. Ja. Würdest du dem zustimmen, Gerhard? Weiß ich nicht. Also vorsichtig. Vorsichtig. Ja, schon. Ja. Ich bin auch keine Deutsche, also deswegen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass da Deutschland vorbildlicher ist. Ich finde einfach, und ich will habe, dass da Strukturen einfach, ältere Strukturen noch mehr Platz haben. Okay. Ja, ich würde abschließend doch noch mal gerne auf die Tonalität, auf leise auch zu sprechen kommen. Und dann ab und zu mal habt ihr so Elemente, dass so Farbkleckse reinkommen und dann dazu ein Soundtrack. Was waren da so die Überlegungen? Und vielleicht auch noch
dazu die Strukturen, die Bauten. Also zum Beispiel, ihr habt ja manchmal so architektonische Bauten drin oder dieses schöne Wahnsinns-Treppenhaus von innen. Und da kommt dann eine Musik dazu. Was waren da die Überlegungen? Ich habe schon ganz früh im Buch wir haben es für uns in der Arbeit waren es Träume, was in Eva passiert. Und das, was es ursprünglich von der Idee her war, war ein schwarzes Loch, das immer näher aufs immer größer wird über den Verlauf des Films. Was wir dann, wie es dann visuell wurde, also die Gestaltung von dem Abstrakten, was wir dann gefunden haben, gemeinsam mit Francisco, mit dem Kameramann, hat dann mehr auch noch mit diesem Formen- und Farbenspiel, was uns irgendwie aus so einer gestalterischen, kreativen Perspektive irgendwie gut gefallen hat, dass man halt so, also Eva, für mich war es ein bisschen sowas wie Eva spürt, dass da was kommt, dass sich da was formt, was sie noch nicht greifen kann an irgendeiner Art von Bewusstsein. Oder so haben wir dann vor allem auch musikalisch damit gearbeitet mit dem Komponisten, dass die Träume auch so eine Entwicklung haben, wie sie irgendwie sowas gegen Ende immer Unheimlicheres bekommen, ist dann da irgendwann so man das Gefühl kurz hat, man hat so diesen gebärmutterartigen Zustand, diesen ganz orangen, bevor dann die Musik die Atmosphäre abbricht und man hat bis in so einem neuen Raum plötzlich, wo sich irgendwas verändert hat. Das war, also ja, so in dem Dreh war es gedacht. Während der Arbeit haben wir es dann teilweise auch einfach nur als abstrakte Sachen wie den Filmgliedern gesehen, die aber auch irgendwie emotional sich an dem, was da mit Eva passiert, orientieren und haben ganz viel über die vier Momente, wo es kommt, irgendwie gesprochen, um dann irgendwann auch zu merken, dass es am Anfang auch gut passt, schon als Einstieg. Ja. Und wie du ja auch schon am Anfang erwähnt hast, da gibt es diese Stahlbauten und so weiter. Also wir haben schon auch versucht, eben mit dem Feinen zu spielen und mit dem Harten. So. Und auch in der Musik zum Beispiel, was Andor sehr, sehr schön komponiert hat für uns. Es gibt halt diese eine Melodie, die sich so durch den ganzen Film zieht. Die hat ja auch so was leicht Mystisches, was leicht, so das fließt so durch den Film, aber zwischendurch hört man immer wieder ein Klopfen, dieses Klopfen in dieser Musik. Und das, finde ich, beschreibt so schön diese Atmosphäre insgesamt im Film, dass man hat einen Fluss, man hat so was Ruhiges, mystisch irgendwie so. Und dann kommt aber immer wieder dieser Störeffekt des Klopfens dazwischen, der einen Bruch herstellt, der einen aufmerksam macht, was da noch ist. Sehr schön. Ja, ich danke euch vielmals für den Einblick in eure Arbeit und wünsche euch noch alles, alles Gute mit diesem Film, der ist ja erst eine Woche vor Abschluss, also wie sagt man da, eine Woche vor Einreichende ist der erst fertig geworden, so richtig, oder? Also noch ganz frisch. Danach sogar, also man kann Spielfilme dürfen ja auch schon eingereicht werden. Also Festivals akzeptieren da ja auch Versionen, die noch nicht final sind. Tatsächlich ist der jetzt erst gerade Mitte Dezember fertig geworden. Als wir schon wussten, dass das Festival kommen wird, waren wir noch in der Fertigstellung von dem Film. Und das war auch alles eine sehr schöne. Also wir freuen uns wahnsinnig, wie schnell es geht, dass der Film jetzt auch zu einem Publikum findet und meiner Meinung nach damit dann auch wirklich erst fertig ist, wenn er wirklich gesehen wird. Ja. Und ich wünsche euch, dass ihr ein großes Publikum erreichen werdet. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao.